Das bringt die Pflicht so mit sich. Wie gesagt, eigentlich sollte hier der Dr. Markus Nittela stehen. Ich denke, dass der zumindest einem größeren Anteil hier bekannt sein wird als der große Kopf hinter dem Graskis-Projekt seit vielen, vielen Jahren. Wir sind sehr stolz, dass wir den nach 13 Jahren Italien Trentino nach Bonn locken konnten und haben dann final, aber da sage ich gleich noch was zu. Stimmt, da kommt noch eine Folie zu. Also es geht um freie Geodaten mit freier Geosoftware oder wie kommen die Geodaten zum Nutzer? Eigentlich ein sehr neutraler Titel, deshalb gleich die Erklärfolie hinterher. Worum geht es hier eigentlich? Weil das nicht ein einfacher Werbeslogan ist, was wir da plakativ hingestellt haben. Tatsächlich geht es um das Copernicus-Programm der Europäischen Union, die 2014 mit dem ersten Sentinel-1A Satellit. Das Prinzip ist, es gibt immer ein Nummer A und Nummer B Satellit mit verschiedenen Spektralbereichen, die hochgeschickt werden. Wie gesagt, 2014, der erste wurde hochgeschickt, Sentinel-1A. Mittlerweile ist auch der Sentinel-1B aktiv. Das ist insofern ganz interessant, weil die so um die Erde kreisen und dadurch alle 6 Tage zumindest, man könnte jetzt so ein Bild angucken, wo die überall Daten haben. Also die Pole sind da noch etwas weniger abgedeckt, aber tatsächlich ein neues Bild der Erde schicken. Das heißt, diese Sentinels, die senden kontinuierlich Fernerkundungsdaten zur Erde. Und das gesamte Programm stellt eben diese Daten verschiedenster Spektralbereiche. Sentinel 1, Sentinel 2, das ist der optische Satellit mit 9 Farbkanälen. Sentinel 3 und so weiter als freie Daten zur Verfügung. Vielleicht ist auch das, wo der Arnulf eben so ein bisschen drauf hin wollte. Die Daten sind da, die Nutzung nicht. Es wird also explizit auch dafür geworben, sei es DLR oder ESA oder wie auch immer, wirklich ein Geschäftsmodell auf diesen Daten aufzubauen. Unsere Wahrnehmung ist, dass die Fernerkundung, die vielleicht, auch da trete ich jetzt vielleicht jemanden auf die Füße hier, so ein bisschen traditionell in der Wissenschaft stärker verankert ist, die arbeitet eigentlich schon an der Nutzung dieser Daten. Und aus unserer Sicht die Geoinformationscommunity kaum oder wenig, wenn man das mal will. Dabei bin ich eigentlich der Meinung, dass man beides wunderbar vereinen kann. Weil letzten Endes diese prozessierten Fernerkundungsdaten jede Menge an Geodaten produzieren. Und wenn man das nochmal rekapituliert, was ich eben gesagt habe, dass sie nämlich permanent da drumherum kreisen, dann habe ich auch immer einen sehr, sehr hoch aktuellen Datensatz oder kann eben auch auf Changesets gucken. Wir können Landnutzung, wir können Daten liefern zur Qualitätssicherung von anders erhobenen Geodaten, Daten für Bodenfeuchte, Oberflächenstruktur und ganz furchtbar viel mehr. Das Problem ist, es gibt eine relativ hohe Diskrepanz zwischen dieser Datenmenge und auch vielleicht einem fehlenden Know-how, wie ich diese Daten überhaupt prozessiere, und einem relativ einfachen Zugang zu den daraus gewonnenen Informationen. Und das ist eigentlich das, was ich hier zeigen möchte, vorstellen möchte. Ein Ansatz, wie man diese neuen freien Daten zeitnah mit freier Software prozessieren kann und wie man die dann automatisiert als OGC Web Service mit, in dem Fall sind es GeoServer und MapProxy, bereitstellen kann. Ja, wer sind wir? Die Firma Mundialis, da habe ich eben abgebrochen. Wir haben die Firma 2015 gegründet als komplett unabhängiges Unternehmen neben der Terrestris, haben den Markus Nittela da als dritten Geschäftsführer mit reingenommen. Klammer auf, auch unsere Fernerkundungskompetenz, die bei mir relativ beschränkt ist. Aktuell haben wir 6 Mitarbeiter. Als Inhalt geht es tatsächlich um massive GIS-Geodatenprozessierung, auch von Fernerkundungsdaten. Wir haben natürlich auch durch den dazu gewonnenen Kollegen Nittela jahrelang eigentlich schon Erfahrung mit Open Source GIS sowieso, aber eben auch mit GrasGIS, GrasGIS-Entwicklung. Ist eigentlich immer ganz schön, wenn man auch in der Lage ist, das Tool, was man nutzt, tatsächlich auch weiterzuentwickeln. Und wir haben eine relativ fundierte High-Performance-Computing-Erfahrung durch Prozessierung, unter anderem, was Markus gemacht hat, MODIS-Daten, wo über viele Jahre lückenlose Tagestemperaturwerte prozessiert wurden aus Fernerkundungsdaten und so weiter und so fort.
Wie gesagt, die Idee, diese Sentinel-Daten zu Nutzern zu bringen, basiert auf einer klassischen Client-Server-Architektur. Wir haben also im Frontend unseren, wenn Ihnen ein schönerer Titel einfällt, können Sie das hier nennen. Wir nennen das im Moment noch Mundiales Web-Client. Im Prinzip das Web-Interface für Sentinel-2-Daten dient letzten Endes zur Bereitstellung von prozessierten Daten über OGC Web Services. Den Client brauche ich streng genommen dafür nicht, aber ich brauche natürlich ein Fenster, wie ich mit der Applikation reden kann. Zeige ich auch gleich kurz. Und im Backend habe ich eine Datenverarbeitung, wo wir eine High-Performance-Computing in der Cloud tatsächlich nutzen und die Prozessierung über eine REST-API vom Client an den Server geschickt wird. Der Hintergrund, warum man das braucht, ich habe ja eben schon relativ viel auch über Datenmengen gesprochen. Wenn man mal auf die ESA-Seite guckt, ist ganz spannend. Alleine der Sentinel-2A, das ist im Moment ein optischer Satellit, hat aktuell 41.010 geschickt. Das ist irgendwann Anfang Juni gewesen. 41.010, im Schnitt haben die eine Auflösung von 100 mal 100 Kilometern, eine Größe von 5 Gigabyte. Das sind also gigantische Datenmengen. Gleich einschränken, man kann sie nicht alle benutzen, weil teilweise sind Wolken drauf und dann ist ein bisschen schwierig mit der Sichtbarkeit. Und ja, was haben wir uns für Aufgaben gestellt? Wir haben gesagt, okay, der Nutzer, völlig neutral, hat möglicherweise den Bedarf, diese Daten möglichst einfach zu prozessieren, weil er diese Rechenleistung nicht hat, weil er vielleicht das Know-how letzten Endes auch gar nicht hat, was man mit diesen Daten machen kann oder wie man die prozessiert. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite auch eine hohe Skalierbarkeit in unserem Prozessierungssystem. Und unsere Aufgabe ist letzten Endes, aus diesen Massen an Daten Informationen zu generieren, die wir in Diensten bereitstellt oder eben noch einen Schritt weitergehend, sogar zum Beispiel in Apps und ähnlichen Dingen. Dass man im Grunde genommen das bisschen Informationen, was ich aus diesen gigantischen, gigabyte-schweren Daten prozessiere, möglichst einfach einem Nutzer, einem Kunden, aber eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Und wir wollen möglicherweise es auch noch die Möglichkeit schaffen, eigene Algorithmen zu integrieren. Das heißt, die Idee ist letzten Endes, Fernerkundungsdaten allgemein, insbesondere auch Sentinel-Daten, da schwimmen wir allerdings auch so ein bisschen auf einer Hypewelle, die es da gerade gibt, den Zugriff letzten Endes und den Zugang darauf zu vereinfachen. Gut, so sieht das Ganze aus. Ich finde es aber immer ein bisschen schöner, wenn man das auch mal kurz live sieht. Ist übrigens eine nette Interaktion zwischen Mundiales und Terrestris. Die Client-Sourcen, die dahinter stehen, das also im Kern ist das ein OpenLayers 3 mit einem GeoX 3. Über beides gibt es hier Workshops und Vorträge. Darauf haben wir eine weitere Abstraktionsschicht von Terrestris-Seite gelegt. Das nennen wir Basics. Und die Mitarbeiterin bei Mundiales hat daraus einen Client zusammengebaut, den wir jetzt als Web-Frontend zur Verfügung stellen, um diese Sentinel-Szenen auffindbar zu machen in einer ersten Stufe. Ich habe also hier, was wir hier sehen, sind im Grunde genommen die Sentinel-Szenen, wie der Satellit von unten nach oben sozusagen die Erde durchkreuzt und dann spurweise seine Daten letzten Endes aufnimmt. Man kann mit diesen Daten ein bisschen rumspielen. Wenn ich das vorher gemacht hätte, hätte ich auch vorgeladen. Sie sehen, diese Kästchen verändern sich so ein bisschen. Ich habe hier aber sonst leider einfach die Zugriffsmöglichkeit zu sagen, ich möchte 0-100% Cloud-Coverage haben und das eben auch in einem bestimmten Zeitraum, wo ich diese Daten letzten Endes haben möchte. Jetzt sehen wir, wenn wir relativ viel Wolken zulassen, den Zeitraum etwas ausgedehnt haben, haben wir relativ viele Szenen. Wenn ich das jetzt mal wieder auf 25% animiere, auch, oder bin noch runter, das ist auch ein bisschen schade. Wir sehen insbesondere, wir sind jetzt im Zeitraum November bis April 2016, da war Mitteleuropa offensichtlich nicht viel los mit Wolkenfreiheit, zumindest immer dann, wenn das Ding drüber geflogen ist. Das kann ja auch einfach Pech sein an der Stelle. Ich habe ja noch verschiedene andere Filtermöglichkeiten, will aber an der Stelle mal zu einem vorgerechneten Beispiel gehen. Als Hintergrund, ich zeige das gleich in den Folien noch,
die Funktionalität jetzt hier drüber von der Szene, die ich mir ausgewählt habe, zu einer automatisierten Prozessierung zu kommen, die dann schlussendlich wiederum in diesem Client beziehungsweise auch als E-Mail-Meldung auf dem im E-Mail-Konto aufschlägt, die haben wir hier aktuell rausgeklemmt. Den Grund ist dazu, dass wir einen Deal mit einem Rechenzentrum hatten, die Sache zu prozessieren. Das haben wir nach längerem Herumprobieren auch hinbekommen. Allerdings endete jetzt dieser freie Nutzbarkeitsvertrag mit dem Rechenzentrum. Wir haben zwei andere Optionen. Im Moment ist es deaktiviert und eigentlich ist es vielleicht auch ganz gut, weil sonst würden Sie jetzt gleich alle anfangen, Sentinel-Szenen zu prozessieren. Wäre natürlich ein super Test, ob es auch mit vielen Leuten funktioniert, aber der Herr Netela ist Perfektionist. Insofern haben wir das erstmal rausgehalten. Aber es gibt Beispiele, praktischerweise. Sehr schönes Beispiel hier unten. Wir sehen unten Buenos Aires, das ist der Rio de la Plata, die Öffnung da unten. Und sehen auch hier, was man letzten Endes über so einen Slider einfach verschiedene Farbspektralbereiche herauskriegen kann. Was es damit auf sich hat, zeige ich gleich nochmal in den Folien. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein Frontend, jetzt bin ich draufgegangen, das ist die Highlight-Farbe, mit dem man letzten Endes diese Szenen auffindbar gemacht hat. Ich glaube auch auf eine relativ einfache Art und Weise. Zumindest sage ich das, der tagtäglich mit solchen Systemen zu tun hat. Das heißt, wir können hier die ganzen Filtergeschichten, was ich eben gezeigt habe, letzten Endes machen. Wir wählen dann letzten Endes die Szene aus. Die Szene wird dann im Hintergrund automatisiert von dem ESA-Datenhub runtergeladen, auf unseren Server transformiert. Ich wähle hier vorne noch aus, wie ich heiße, meine E-Mail-Adresse und gebe eben an, welche Prozessierung ich denn letzten Endes haben möchte. Und im Hintergrund wird ein Prozess angestoßen. Die Sentinel-Szene wird in der allerersten Stufe Atmosphären korrigiert. Das ist ein absolut notwendiger Schritt, um aus diesen Rohdaten, die vom Satellit kommen, wirklich einigermaßen brauchbare Daten zu machen. Und anschließend wird eben mit Graskis verschiedene Prozessierungen, wie diese Farbspektralbereiche, die ich da eben mit dem Slider gezeigt habe, gerechnet. Ich kann so einen Vegetationsindex rechnen, Wasserlandverteilung und so weiter und so fort. Das alles passiert automatisiert im Hintergrund und am Ende kriege ich eine E-Mail mit einem Link, kann also direkt in dem Client sozusagen meine prozessierte Szene angucken, beziehungsweise kriege auch direkt den Link auf den WMS-Server, den ich dann natürlich in meiner eigenen Applikation einbinden kann. So die Idee. Hier noch ein paar schicke Bildchen, wie das Ganze aussieht mit verschiedenen Overlays, dass man Layer übereinander lagern kann, brauche ich wahrscheinlich hier keinem zu erzählen. Ja, so sieht das auf dem Smartphone aus. Das heißt, ich kann mir auch so eine Szene tatsächlich auf dem Smartphone prozessieren lassen. Sinn und Zweck sei mal dahingestellt. Das nochmal als Beispiel, was man tatsächlich machen kann. Ich fürchte, bei der nächsten tollen Folie fehlt mir irgendwie ein Bild, das ist mir verloren gegangen. Aber das ist die Szene, die wir eben gesehen haben. Genau, die fehlt. Dort sollte jetzt die Landwasserverteilung etwas besser kommen. Und am Ende kann man natürlich auch die Wasserläufe daraus direkt extrahieren und in einen GIS-Datensatz sozusagen überführen, den ich wiederum mit einem normalen Geoinformationssystem auch weiter bearbeiten kann, beziehungsweise auch als Webservice benutzen kann. Wie sieht das hintenrum aus? Wir nutzen verschiedene Softwarepakete, hatte ich eben schon gesagt. Teilweise ist dann Google am Start, Graskis natürlich als Prozessierung für die Satellitendaten. Und zur Publizierung nach vorne raus ein Geo-Server. Das Map-Proxy-Logo fehlt an der Stelle. Das heißt, wir rechnen dann auch oder können zumindest automatisiert auch direkt den Cache hinterher rechnen, dass das Ding eben auch relativ performant rüberkommt. Im Backend sieht es dann ganz kompliziert aus. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das in der Cloud zu machen. Hier haben wir das einfach mal auf einer Cluster-Infrastructure abgelegt. Das war also im Prinzip der Rechner, der uns gerade abgeschaltet worden ist, wo wir hunderte von Nodes haben, auf denen die Last so ein bisschen verteilt wird, gerechnet wird, um eben diese 5 Gigabyte an Rohdaten, die ich ja habe, eben auch in einer adäquaten Zeit letzten Endes zu prozessieren. Keiner wartet gerne lange. Das heißt, wir sind aktuell tatsächlich noch ein bisschen auch in der Experimentierphase, was das angeht.
Wir hatten diese OpenStack-Umgebung in Darmstadt bei dem DARTS. Die ist uns, wie gesagt, gerade abgeschaltet worden. Wir haben ein Bare-Metal-System aktuell bei einem anderen Rechenzentrum in Frankfurt. Experimentieren ein bisschen mit der Google Cloud-Plattform rum. Bohren gerade dran über die ESA oder die European Cloud, wo es gerade für kleine Start-up-Unternehmen, die wir ja sind, Möglichkeiten gibt, Rechenpower sozusagen erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und letzten Endes mit der Idee, die Algorithmen tatsächlich zu den Daten zu bringen und nicht die Leute sozusagen zu sagen, ihr müsst diese Daten erst runterladen, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr für eine Hardware braucht, wie ihr die prozessieren könnt. Das heißt, im Endeffekt sagen wir sind eigentlich überzeugt, dass GIS und Fernerkundung eigentlich absolut zusammengehören. Und die Wahrnehmung ist vielleicht nicht immer so da. Ich finde das persönlich auch immer interessant. Ich war im Oktober in Berlin auf dem Deutschen Copernicus Forum und wenn ich normalerweise auf eine GIS-Veranstaltung gehe, dann kenne ich mindestens die Hälfte der Leute. Da kann ich eine Handvoll Leute, aber auch nur darum, weil ich mit denen studiert hatte. Das heißt, diese Welten leben auch komplett nebeneinander her. Zumindest ist das meine oder unsere Wahrnehmung. Was für uns natürlich spannend ist, die Langzeitperspektive, in der das Copernicus-Programm angelegt ist. Das heißt, diese Daten sind nicht jetzt da und nicht nur jetzt als freie Daten da, die gibt es auch noch in 5, 6, 8 Jahren. Aktuell läuft auch seitens der ESA schon die Vorkonzeptionierung für die nächste Generation der Satelliten, die halt eine gewisse Laufzeit nur haben. Das heißt, auch da geht es möglicherweise noch über die natürliche Lebensdauer der Satelliten hinaus. Ganz spannend ist, ich hatte das eben mit dem Cloud-Footer schon gesagt, also unsere REST-API-basierte Prozesskette, die haben wir mittlerweile so eingepackt, dass die wirklich über ein Skript auf den Server losgelassen wird. Dann wird das Betriebssystem installiert, die Software wird installiert und wir können das Ding eben standardisiert über die REST-API ansprechen und rechnen lassen. Und wenn wir nicht mehr haben wollen, dann kann sich das Ding auch noch selber zerstören. Das ist also eine sehr spannende Geschichte gerade für Cloud-Rechnungen. Wo wir so ein bisschen dran sind, ist auch die Optimierung im Hintergrund eigentlich. Was wir haben, wie gesehen, maps.mundialis.de, kann auch jeder selber nachgucken, zumindest einen Prototypen einer skalierbaren, Open-Source-basierten Prozesskette, die wir natürlich auch weiterentwickeln wollen. Und wer jetzt Appetit bekommen hat, als kleines mittelständisches Unternehmen, suchen wir eigentlich immer starke Partner aus Forschung, um eben die Idee vielleicht auch ein bisschen stärker in den Markt zu bringen. Auch wer da jetzt eine tolle Idee hat, kann mich gerne in den nächsten 2 Tagen hier noch ansprechen. Ich habe aber noch einen letzten. Ich habe auch noch ein paar Minuten, Anusch. Wir erinnern uns, der Titel war, wie bringe ich Open Data eigentlich an die Leute? Und wir haben neben der Arbeit mit den digitalen Daten und der Auswertung dieser Daten natürlich auch festgestellt, wir sind ja alles Geografen, dass diese Satellitenbilder teilweise auch richtig geil aussehen können. Und haben da eine Partnerschaft eingegangen mit einem Drucker, der in Karlsruhe sitzt, der unter anderem dieses recht beeindruckende Bild oben auf der linken Seite, das ist eine Wandtapete, Ausdruck von dem Ausschnitt, den ich eben gezeigt habe, gemacht hat. Und ich habe einfach mal nach dem Motto, ich bringe jetzt mal freie Daten zu den Benutzern, ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht, die ich kurz zeigen wollte. Das ist also auf einen Alu-Plexiglasdruck. Ich lege die gleich mal hier hin, wer gucken will. Ich finde das einfach schön. Also das muss man letzten Endes auch mal sehen, neben den ganzen Nutzen, den ich mit diesen Daten machen kann. Und wenn ich mir sowas dann noch vorstelle, in einer großen Lobby oder einer großen Eingangshalle, und das ist dann nicht 50 mal 50, sondern 3 mal 3 Meter, ist das schon relativ beeindruckend. Und auch wenn es mir als BVB-Fan schwierig fällt, sind ganz tolle Blauschattierungen auch hier drauf. Ne? Also da kann man, glaube ich, eine ganze Menge auch mitmachen. Wie gesagt, da experimentieren wir gerade noch so ein bisschen rum. Aber eben auch eine völlig andere Möglichkeit, solche Daten letzten Endes zu nutzen. Und in dem Sinne, schönen Dank. Ja, vielen Dank, Till, für den Vortrag. Ich
war ja nicht sicher, ob du das alles hinkriegst. Ich kenne dich ja. Das ist ja ein bisschen ein anderes Thema, als was wir sonst so machen. Das ist mal so richtig Big Data. Und zwar nicht so Benutzerdaten von Amazon, die sich in Mengen Wolken manifestieren, sondern handfeste Bilder, die man irgendwie prozessieren muss. Was mich am meisten interessiert hat, war der Aspekt, wir lassen die Daten, wo sie sind und bringen die Algorithmen dahin. Weil das, wie du ja auch sagst, eigentlich nur mit Open Source so geht. Das ist alles andere eigentlich überhaupt noch nicht möglich. Ja, gibt's Fragen zu dem Vortrag? Ja, bitte. Ich habe eine Frage, sind die Sentinel-Daten bereits vorher georeferenziert oder macht das auch der Klasse? Nee, die sind georeferenziert, man muss nur bei der... Achso, die Frage war, ob die Sentinel-Daten, wenn ich sie runterlade, schon georeferenziert sind. Ja, das sind sie. Da gab es allerdings eine Schwierigkeit mit der Atmosphärenkorrektur, dass die teilweise wieder verloren ging. Das mussten wir dann rückwirkend mit Goodle wieder gerade biegen. Jetzt gibt es aber eine neue Version, die Software zur Atmosphärenkorrektur kommt von der ESA. Das ist auch eine Open-Source-Software, die das zum einen die Berechnung auf zwei Kerne auslagern kann. Huhu, vorher ging nur einer. Bisschen länger gedauert. Und zum zweiten die auch unberührt lässt. Also die Frage ist, wie ist die räumliche Auflösung von Sentinel-2A? Die ist tatsächlich, jetzt gehen sie alle völlig enttäuscht raus, die liegt bei etwa 10 Metern. Also kleinräumig ist das schwierig. Du hast uns ja gerade ein tolles Werkzeug gezeigt, um die Daten erstmal zu selektieren und dann verfügbar zu machen als Composites, habe ich schon verstanden, als Composites. Da ist die Frage jetzt als nächstes, habt ihr auch schon analytisch was versucht, den Daten, also sowas wie Landwirtschaft, Ja, haben wir gemacht tatsächlich. Ich hatte das eben als Beispiel am Rande. Ach, die Frage muss ich wiederholen. Also ob wir, ich bin ja gleich fertig, ne? Ob wir neben den Color Composites schon andere Prozessierungen vorgenommen haben. Ich hatte das in einem Nebensatz, glaube ich, gerade gesagt. Also Vegetationsindex haben wir schon Dinge gerechnet. Verschiedene Dinge in Richtung Landnutzungskartierung, Klassifikation haben wir gemacht. Da bietet Grass allerdings schon wirklich eine ganze Menge. Und die Zeitreihenanalyse ist ja letzten Endes, die Herausforderung ist eigentlich, diese massiv dauerhaft reinkommenden Daten in der adäquaten Zeit dann eben zu prozessieren. Beziehungsweise, das ist noch eine zweite Fragestellung, bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ich hatte das so salopp gesagt, naja, wenn Wolken sind, hast du eben Pech gehabt. Das torpediert natürlich die hohe Frequenz von 12, beziehungsweise später, wenn Sentinel-2B auch Daten sendet, von 6 Tagen. Markus hat sich sehr intensiv Gedanken gemacht zu einem Verfahren, wolkenbedeckte Gebiete sozusagen rückzuinterpolieren, um eben diese zeitliche Kontinuität eben deutlich zu verbessern.